jetzt schon angekündigt worden, Hotel und in 53 Staaten Missionen, die angekündigt werden. Der hat nicht lange. Ich konnte hinwillig viele Probleme bearbeitet. Ich bin heute mit einer großen Wirtschaftsdelegation da, also Mitglieder aus Wissenschaft und Wirtschaft, fast 100 Personen. Das zeigt, welche Bedeutung wir diesem Besuch beimessen, um Serbien dabei zu unterstützen, in seinem Beitrittsprozess gegenüber der Europäischen Union, aber auch diese Wirtschaftsbeziehungen zu verstärken, auch Türöffner zu sein für Gespräche meiner Wirtschaftsdelegation, Kontakte zu knüpfen, damit die Investitionstätigkeit, die so groß ist, noch weiter werden kann und die Handelsbeziehungen zu Der wechselseitige Warenaustausch mit keinem anderen deutschen Bundesland ist die serbische Wirtschaft so eng verflochten wie mit Baden-Württemberg. Die Wirtschaftsbeziehungen zu Serbien dürften darüber hinaus noch zusätzlich durch die Beitrittsperspektive zum europäischen Binnenmarkt belebt werden. Verhandlungsfortschritte mit der EU werden voraussichtlich mit einer Liberalisierung notwendig ist. Bis dahin bleiben viele Herausforderungen, der hohe Modernisierungsbedarf bei vielen serbischen Unternehmen und in der EU-Annäherung Serbien. Mein Name noch im Namen der deutsch-serbischen Wirtschaftskammer. Ein Beweis und auch ein Zeugnis zugleich, dass Serbien ein politisch stabiles und ein akzeptiertes und ein anerkanntes wirtschaftliches Ziel ist. Ihr Besuch ist auch ein Beweis für die Kontinuität der Entwicklung unserer wirtschaftlichen Beziehungen. Ich möchte auch noch mal ganz kurz mit ein paar Zahlen beginnen. Ich verspreche Ihnen, das sind dann auch alle. Alle diese Zahlen sind auch schon mal genannt worden, aber vielleicht noch mal, um die Größenordnung festzustellen. Serbien hat 7,2 Millionen Einwohner und aber auch schon die Einwohnerzahl ist in diesem Land durchaus ein Politikum, denn Serbien erkennt, wie Sie wissen, Kosovo nicht als selbstständige Staat an. Wenn man Kosovo dazu rechnet, kämen noch mal 2 Millionen Einwohner dazu.